Hallo und willkommen zurück zu Xenonauts. So, beim letzten Mal lief es nicht so gut. Da ging gut was in den Tod. Dann schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier noch? Ein Colonel. Na gut, das ist meine Elite, den will ich dafür nicht einsetzen. Zwei Major und dann Captain. Ein Captain, sonst die Lieutenants. Ja. Und dann kommt die Gimp-Truppe. Na gut, dann können wir auch hier weiterspulen. Ich bekomme natürlich jetzt die besten Rüstungen, aber man hat ja auch gesehen, selbst mit der besten Rüstung, also selbst mit der stärksten Rüstung, nicht unbedingt die beste, war die Einheit nach einem Schuss tot. Am 30. Januar, dann ist auch gleich der Monat vorbei und es gibt wieder mehr Geld. Die sind ja noch hier fleißig am Bauen. Battlesuits, ja. Und am Forschen bin ich die Battle Rifle und danach kommen die Mag-Waffen. Alle nochmal zusätzlich plus 760.000 Total Funding. Eine Million habe ich. Ja, gut, aber mehr als produzieren können die jetzt nicht. Da passiert jetzt gerade erstaunlich lange nichts. Zwei Teile sind fertig. Alien Battle Rifle. Jo, genau. Mag Weaponry. Und da sind jetzt auch alle dran. Und Mag Weaponry, das wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen dauern, bis ich das fertig erforscht habe. Wir dürften jetzt jeden Moment wieder neue UFOs auftauchen. Cruiser Mission Research Race 15 Civilian. Okay. Marauder, go. Scouts. Können wir da irgendwen anders hinschicken? Marauder von West. Very small heavy fighter. Den Corsair von West. East, die sind leider auch zu weit weg. Wir haben sich jetzt nicht unbedingt ideal aufgeteilt, da. So, Raketen aus. Machen wir jetzt ganz klassisch. Dahin als nächstes. Cruiser, engage.
Der soll aber nicht ganz abgeschossen werden. So, das reicht. Nach Hause. Der soll auf jeden Fall auf dem Land crashen und nicht im Wasser. Er ist zurück zur Basis unterwegs. Return to base. So. Quatsch. So, die sollten eigentlich noch genug Sprit. Squadron, select new. Engage, genau. Und die können dem jetzt auf jeden Fall den Rest geben. So. Naja, gut, ich kann eigentlich... Oh, die haben bald kein Fuel mehr. Naja, dann machen wir das anders. Machen wir die Raketen an. Okay, passt. Crashlands! So, Central. Dann machen wir mal wieder das Flugzeug fertig. Immerhin haben wir hier gerade wieder ein paar Leute, die fit geworden sind. Die ganz gut sind. Kann ich die als nächstes in den Tod schicken? Naja, die ist jetzt auch nicht gut.
bist noch Reserve, MacMike. So. Also, wir brauchen einen neuen Schildträger. Dafür sieht die ziemlich optimal aus. Ja. Wobei, der ist auch nicht schlecht dafür. Man könnte die Shotgun nehmen. Nein, mach mal andersrum. Der kriegt die Shotgun. Assault. Der bekommt Shield. Okay. Heavy. Heavy. Brauchen noch einen mit Heavy. Das kann ruhig einer sein, der extrem wenig Stärke hat. Bewegungspunkte sollte der Heavy haben. Haben die alle extrem wenig? Accuracy 48 ist mir auch Helden. Bevor ich den vergesse, machen wir den auch gerade mal Reserve. Der muss auch neu ausgerüstet werden. Also einen Heavy brauche ich noch. 67. Der hat aber auch gut Stärke. Aber das sind halt irgendwie meine besten Leute. Also machen wir hier einen Heavy draus. Zack. Nennen wir hier Heavy, Heavy. So, und die kriegen jetzt die Sentinel Armor. Und der auch. Das können wir auch als Default speichern. Achso, was ich noch checken wollte war... Check, check, check. Oh, die Sentinel Armor ist auch noch leichter. Wesentlich leichter. Mehr als 3 braucht er aber nicht. Damit irgendwas muss ich den vollladen. Man muss mindestens 80% Auslastung auch haben, damit die die Chance haben, in Stärke zu steigern. Außer diejenigen, die 100 haben, die steigen nicht. So, der Set Equipment ist Default jetzt. Und hier machen wir das gleiche oder ähnliche. Ach so, die können das Ding hier auch noch mitnehmen. So. Dann haben wir Heavy. Dann haben wir hier Heavy und hier Heavy. Die sind auch soweit fertig. Reserve. Den machen wir zum Rifleman. Der kann auch eine Sentinel tragen. So. Dann wären die fertig. Rifleman, okay.
Der wiederum kann jetzt auf Wolf Armor wechseln. Muss dafür ein paar Granaten loswerden. Sniper, Wolf Armor. Nehmen wir die beiden Schilde mal weg. So, geben wir dem die wieder. Passt. Und dann haben wir hier noch Reserve, Reserve, Rifleman, Rifleman. Was habe ich denn noch als Waffen? Noch eine Sniper. Da werde ich die wohl nicht ordentlich mit versorgen können. Change Roll. Sniper. Weg, weg. Das dahin. Ach, der war schon voll. So. Sniper. Armor. Ach, den hatte ich eben nicht die Wolf Armor gegeben. Der ist ja hoffnungslos überlagen. Der hat nur 39 Stärke. Naja, dann wirst du derjenige, der da ohne Kram rumläuft. Der bleibt jetzt auf Reserve. Schakal. In der Hand. Der darf halt auch dann nur beim Endkampf, wenn dann, mitmachen. Und den hier mache ich jetzt zum Sniper. Wolf. Safe ist Default. Der muss aber gerade noch ein bisschen Platz machen. Ist auch viel zu schwach. Na gut, die wichtigen hier haben alle Medipacks dabei. Jo, Rüstung ist fertig. Wir sind fertig ausgerüstet. Den kann ich gerade nicht intercepten. 87 Intercept. Das war jetzt ein normaler Scout. Da komme ich jetzt auf jeden Fall während des Tages an. Das wird dann zur Abwechslung mal wieder sehr angenehm, wahrscheinlich, hoffentlich. Und hoffentlich werde ich ja keine vier Leute verlieren. So, wo bin ich denn? Rechts oben. Der darf hinten bleiben. Der darf den Schild wegwerfen. Sieht schon so ein bisschen aus wie so ein
Paladin oder sowas. Die können damit auch hochspringen, glaube ich. Okay, Aliens sehe ich noch nicht. Der ist schön schnell. Der leider nicht. Sieht's auch sauber aus. Aber das ist natürlich hier alles ein bisschen verdächtig. Zurück. Da könnte halt. Na, aber ich bin auf dem Mausrad gekommen. Oder habe die Maus zu schnell bewegt. Dadurch, dass ich so ein Schwungrad habe, springt er dann zu der nächsten Einheit. Der ja kann sich in der Ecke verkriechen. So. Und der darf die den Kram abwerfen. Wobei es besser gewesen wäre, wenn ich einem Rifleman die Rüstung gegeben hätte. Jetzt ist es zu spät. Dahin. Das ist mir etwas zu eng da. Sieht okay aus. Was war das so? Die bilden mal die Mitte. So. Da ist ein Zivilist hops gegangen. Mhm. Noch sehe ich niemanden. Hoppla. Ach ja, die haben auch so eine 360-Grad-Ansicht. Sie können komplett um sich herum gucken. Was fürs Erkunden natürlich extrem schön ist. Okay, hier ist auf jeden Fall soweit nichts. Ja. Schon ziemlich angenehm, mit denen rumzulaufen.
Hier unten ist die Karte vorbei, ist doch auch ziemlich klein. Noch eins zur Seite. So. Der hat 39 satte Bewegungspunkte. Hammer. So. Dann immer noch kein Alien in Sicht. Aha. Da ist wer Böses. Der könnte natürlich auch hier drin sein, das weiß man jetzt so nicht. Hoppla. Die Tür werde ich dann mir nächste Runde angucken. Das war der Shotgunmann. Die Frage ist jetzt, ob der Gegner da oder da ist. Okay, da wird er anscheinend ein Gegner sein. Es kann natürlich sein, dass der Polizist mir den Weg versperrt. Naja, das war wer anders, der da geschossen hat. Dann will ich da jetzt auch nicht reinlaufen. Dann werde ich mich hier unten sammeln. Und dann da nach oben walzen. Ich habe noch gar keinen gesehen hier. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist natürlich auch eine Option. Okay. Aber das ist natürlich jetzt nicht so günstig. Wo bin ich da? Thank you.
Er sollte aber niemanden angreifen können. Ist natürlich trotzdem von der Positionierung her gerade etwas ungünstig. Er will auch so dahin fliegen. Das ist zwar ganz nett, aber das macht natürlich die Bewegung auch etwas unsicherer. Und wieso fliegt er seitlich? Ah, okay, die sind miteinander am Kämpfen. Das heißt, der Polizist wird jetzt erstmal sterben. Und gestorben. Ja, aber das würde ja nicht passen. Was ich versuchen könnte, wäre, die Wand einzuschießen. Dreiundzwanzig. Schön. Der soll einen guten Schuss machen. Das war schlecht. Auch schlecht. Der wird da so nicht angreifen können. Und der. Das war nichts. Na, fliegen wir wieder zu. Laufen. Was auch immer. So. Und der andere Typ war hier hinten irgendwo. Aha. Na, den nehmen wir jetzt mal. Oh Gott. Okay. Da ist auch das UFO, dann können wir eigentlich von hier aus schon mal aufräumen gehen. So.
bisschen Krach machen. Ja, ich glaube, mit den unterschiedlichen Ebenen haben sie sich keinen Gefallen getan. Also das finde ich bei Jagged Alliance auf jeden Fall besser, wo man nur eine Ebene im Grunde hat. Und dann kommt halt das Dach noch als Spezialfall dazu. Aber was Höheres als das Dach gibt es halt nicht. 25. Ja, mal hin. Oder noch daneben geschossen, Pappnase. Soll mir recht sein. Moment. Der kann aber jetzt da direkt drüber. Hui. Hallo. Der lebt noch. Dann kommt der nächste. Der kann jetzt auch richtig schießen. Weg ist er. Schön. So, weiter ran sollten die auch eigentlich nicht. Zivilisten stehen da vielleicht nicht ganz so günstig. Dann pusten wir das hier noch weg. Und das. Und das. Rotflintenmann und Schildmann können nach vorne. Wo ist der jetzt? Da hinten. Aha. Nice to know. Wo bin ich jetzt? So, da, oh, den hatte ich glaube ich eben, ne, da hat er eben geschossen, okay.
So. Na dann. Geht nicht. Gims. Meine guten Einheiten konnten das. Das war fies. Diese beiden scheiß Wände im Weg. Die haben alle keine Ammo drin. Gut. Toll, der kann aber nicht. Die haben alle keine Munition. Nicht den suppressen. Nee. Ah, schön. Glück gehabt. Glück gehabt. Na gut, der hätte auch noch schießen können. Der sollte besser nicht hocken. So. Aha. Da hat jemand eine Tür geöffnet. Wohin schießen die denn, wenn die das jetzt zerfetzen wollen? Ach da, okay. Dann kann der ruhig dahin. Das ist doch bescheuert. Mal so. Okay.
den beiden an den Seiten sollte ich aber doch besser noch weggehen. Wenn ich da drei Leute mit MGs habe, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch sehr hoch, dass ich mir meine eigenen Leute zerballer. Stück. Die stehen auch sehr schön nebeneinander. Das heißt, ich kann eventuell sogar beide treffen. Ich treffe einfach mal keinen. Ist noch jemand da? Und damit hätten wir... Ah, ne, der kann noch mal. Auch weg. Gut. Alles sauber. Dann geht's jetzt ans Türen zerschießen. Das ruhig auch noch auf Seite gehen. Meisterschütze sind das alles nicht. Die nächste Tür. Der hat ja schon der Moment, den. Aha, getroffen. Phänomenal. Der wohl nicht. Auch nicht. Das sind vielleicht doch ein bisschen zu viele Einheiten. Das fühlt sich etwas dämlich an. So. Als nächstes den Kern entdecken und den Kern in die Luft sprengen. Bitte lauft mir nicht ins Feuer. Geht noch.
Okay. Der steht auch direkt dahinter. Dann kann ich... Naja, gut, das Ding blockiert zu 100%, glaube ich. Der kann es leider nicht treffen. Naja, ist 100% Block. Scheiße. Okay. Hoppla. Schon geschossen, dennoch nicht. Da lebt noch jemand? Okay. Naja, gut, der hat dann jetzt auch nicht so gute Karten. Captain Sergeant, Sergeant. Was war Captain 1 vor Major, oder? Ja. Sergeant, 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 Corporal. Na, okay. Also, select new target. Dann fliegen wir das ja auch noch ab. Dann mache ich aber erstmal wieder einen Schnitt. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis denn!